erkennen. Aus Angst, in der Psychiatrie zu landen, flüchtet sie mit ihm in ein Gartenhaus. Depressionen, Schlafstörungen, all das bekämpft sie mit Unmengen von Alkohol. Irgendwann bekommen die beiden Streit. Wieder flieht Katharina Woldrich. Jetzt geht es psychisch steil bergab. Tagelang lebt sie unter einem Busch auf freiem Feld. Sie isst und trinkt nicht. Stattdessen reißt sie sich Haare und Fingernägel aus und ritzt sich die Unterarme blutig. Herzlich willkommen, Frau Woldrich. Schön, dass Sie da sind. Der Film wirkt auf mich sehr bedrückend und da ist so Hoffnungslosigkeit irgendwie so zu spüren. Was empfinden Sie, wenn Sie den Film jetzt so Revue passieren lassen? Schwierig im ersten Moment, weil es mir jetzt gut geht. Ja. Aber es ist, ja, es ist gewaltig, ja. Was damals war, wirklich so diese, gerade jetzt auch auf diesem Acker. Was ist da eigentlich genau passiert? Ja, ich bin einfach geflüchtet. Ich konnte zu Hause nicht mehr sein, ich konnte meine Kinder nicht mehr erziehen. Ich konnte die Erwartungen nicht mehr erfüllen, die Freunde an mich gestellt haben, die meine Familie an mich gestellt hat. Sie müssen sich vorstellen, man studiert, ja, man steht so voll im Leben und auf einmal stirbt der Vater. Und 2 Jahre später bekomme ich den Eindruck, das, was ich bisher gemacht habe, das bin nicht mehr ich. Mhm. Und dann schlägt die Bulimie richtig zu. Das heißt, bis hin, dass ich überhaupt nichts mehr esse. Und dann bekomme ich auch noch das Gefühl, hatte ich auch noch das Gefühl, dass der Tod vor meinen Augen steht. Weil wenn der Körper nichts mehr behält und wenn man nicht mehr die Nahrung nicht mehr behält, dann bekommt man Lebenspanik, so eine Angst. Und dann auch noch innere Stimmen, wo man Angst hat, dass Menschen die nie verstehen können. So ich zum Beispiel der Satz, ich gehe meinem Vater hinterher. Mhm. Wo meine Mutter dann zu mir sagte, wie kommst du da drauf? Und schau dich an, du wirst immer dünner. Und Freunde, die zu mir sagten, du bist magersüchtig. Ja, und selber das Gefühl, man kriegt sein Leben nicht mehr auf die Reihe. Man fällt auf einmal ab. Von oben nach unten. Und dann auch noch den Satz von der eigenen Mutter, ja, du bist wie dein Vater. Und mein Vater hat früher heimlich getrunken, er war Alkoholiker. Mhm. Und das habe ich nicht gewusst. Vieles habe ich nicht gewusst. Man hat es mir verheimlicht und ich musste mich zurechtfinden im Leben, wusste gar nicht mehr, wo ich stand. Und dann der totale Absturz. Also auf der einen Seite habe ich mitbekommen, diese Todesangst, ja, die da war. Ja. Und sehr stark auch die Angst, das haben wir im Film gehört, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Ja. Was hat Sie da so geängstigt? Psychiatrie war für mich Endstation. Da komme ich nicht mehr raus, weil ich war ja so verwirrt. Also man muss sich das vorstellen, auch im Nachhinein, wenn ich das jetzt so sehe, ja, zum Schluss war ich da 3 Tage auf diesem Acker und ich fing schon an, eine Beziehung zu Gott zu spüren. Also Gott in dem Sinne, da ist was, da ist irgendwie so eine höhere Macht. Mhm. Und die bestraft mich für all das, was ich eben nicht erreicht habe. Da liege ich auf dem Acker und andererseits soll ich studieren an der pädagogischen Hochschule, Mathematik, Kunst und Deutsch. Das passt nicht zusammen. Und dieses Extrem zu verarbeiten und dann in so einem Zustand, ja, selbst sehr stark auch den Drang dort auf dem Acker selber mich umzubringen. Mhm. Weil also dieses autoaggressive Verhalten, was wir gehört haben, Sie haben sich da auf Christus verhext. Ja, das war schon die Vorstufe zu dem, dass ich gedacht habe, wenn ich das schaffe, wenn mir das nicht mehr wehtut, dann schaffe ich es auch, irgendwo von dem Haus runter zu springen. Mhm. Und es auszuhalten, dass ich da unten eventuell aufklatsche und doch noch einen Schmerz spüre. Ja, ja, also die Angst, das Einzige, was mich von diesem Suizid dann am Ende abgehalten hat, war doch noch die Angst, runterzuspringen, unten könnte ich aufklatschen und es könnte wehtun. Und eine Stimme, die in mir war, die sagte, wenn du da runterspringst,
dann ist es nicht vorbei. Aber dann hast du es erst recht nicht geschafft, dein Leben zu leben. Und dann wird es nur noch schlimmer. Da spricht er, also Sie haben es selber auch gerade so formuliert, unheimlicher Leistungsdruck schwingt da mit. Ja. Woher kam der? Wer hat den sozusagen Erziehung. In Sie gelegt? Erziehung. Meine Mutter versuchte mir immer klarzumachen, mach eine Ausbildung, krieg dein Leben auf die Reihe. So der Wunsch schon als Kind, also ich habe schon als Kind davon geträumt, von einer weißen Hochzeit. Ja. Und auch Mama sein zu dürfen, Kinder zu haben und eben nicht ständig zu leisten, sondern auch mal wirklich die Rolle als Frau einnehmen zu dürfen. Und genießen auch. Genießen zu dürfen, ja. Und meine Mutter, das gerade Gegenteil, die sagte, was willst du mit einem Mann, was willst du mit einer Ehe, da kannst du dich so und so nicht drauf verlassen. Also musst du schauen, dass du erst einen Beruf lernst und eigenständig auf den Füßen stehst. Und wenn das alles geschafft ist, dann kannst du nach einem Mann schauen. Aber das entspricht nicht meiner Mentalität. Also, ja. Und war das auch letztlich mit einer der Gründe, warum Sie sich dann von Ihrem Mann getrennt haben und sozusagen als Alleinerziehende diese ganzen Aufgaben schultern mussten? Ja, es war auch mein früherer Mann, der hat mir immer gesagt, wenn ich mich anlehnen wollte, wenn ich mich anlehnen wollte, geliebt zu werden, da kam immer der Satz, du kannst nicht alleine sein. Und das war für mich ein ganz heftiger Satz, dieses, ich kann nicht alleine sein, denn das stimmt. Aber Sie haben es ja dann getan, irgendwie unter dem Busch mehrere Tage. Ja. Da waren Sie ja also wirklich Mutterseelen allein. Ja, und da habe ich auch in den Himmel geschrien. Ich habe zu Gott geschrien und habe dann auch gesagt, das weiß ich noch ganz genau, wie ich gesagt habe, wenn es jetzt noch irgendetwas gibt, für was du mich da oben brauchst, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du es nach 3 Tagen regnen lässt. Mhm. Und wenn es dann regnet, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ich in die Psychiatrie gehe und dass ich mir angeblich helfen lasse. Und so angeblich? Ja, weil ich hatte ja kein Vertrauen. Es war ja, es war ja für mich so der strafende Gott. Also da war noch der Gott da, da kam auch so ein religiöser Aspekt hinzu. Ja. Also auch wieder der Leistungsdruck. Der Leistungsdruck auch vor Gott, ja. Und ich hatte ja, ich meine, ich war ja eine Geschiedene, ja. Und ich habe ja, mein Studium war für mich ein Chaos. Ich hatte nichts geschafft, nichts zu Ende gebracht. Genau. Und wenn man mal so vom Alten Testament ausgeht, die Gebote, da hatte ich keines erfüllt. Das wurde mir klar. Also ich rasselte die runter und habe ich gedacht, nur getötet habe ich auch, weil es gibt auch Menschen, denen habe ich sehr wehgetan. Und ich habe das mit dem gleichgesetzt. Ja. Und von daher war für mich klar, dass der mich da oben nicht mehr gebrauchen kann. Und hat es nach 3 Tagen geregnet? Ja, es hat nicht nur geregnet, es hat gedonnert und geblitzt und es hat geschüttet. Mhm. Wobei, als ich dann da runter bin von dem Acker und an irgendeiner Haustür geklingelt habe, da war er trotzdem, er war noch nicht so präsent. Also ich habe das erst im Nachhinein, viele Jahre später, als ich dann auch in die Gemeinde gekommen bin, dann hat Gott mit mir zurückgeschaut. Mhm. Und da hat er gesagt, schau, da war ich schon. Da habe ich schon dir geantwortet, obwohl du das noch überhaupt nicht registriert hast, erkannt. Dann zu dem Zeitpunkt. Ja. Wir wollen es gleich noch mal ein bisschen vertiefen, auch diese Gottes Erfahrungen und Erlebnisse, die Sie da hatten. Aber wir wollen jetzt erstmal angucken, was dann weiter passiert ist. Endstation Psychiatrie, haben Sie ja selber auch gesagt. Ja. Und für viele ist das vermutlich auch erstmal der Horror per se. Aber wie wir gehört haben, Katharina Woldrich braucht und will Hilfe. In der Psychiatrie liegt Katharina Woldrich den ganzen Tag im Bett. Sie wäscht sich nicht, faselt vor sich hin und isst den anderen das Essen vom Teller. Bald wiegt sie fast 90 Kilo. Nach 3 Monaten kommt sie in eine Langzeittherapie. Der behandelnde Arzt steckt ihr ein Ziel. Sie soll lernen, nicht mehr die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Noch immer sieht Katharina Woldrich keinen Sinn im Leben. Manchmal denkt sie an Selbstmord, doch irgendetwas hält sie jedes Mal zurück. Eines Tages darf sie am Wochenende eine Bekannte besuchen. Auf dem Weg fällt ihr ein Heim für verhaltensauffällige und kriminelle Jungen auf.
Plötzlich hat sie das Gefühl, als würde eine innere Stimme ihr sagen, da wolltest du doch schon immer mal hin. Ohne zu zögern bewirbt sie sich und bekommt eine Stelle als Auszubildende für Jugend- und Heimerziehung. Niemand fragt, woher sie kommt. Die nächsten 3 Jahre geht es beständig bergauf mit ihr. Eines Tages lädt ihr Bruder sie in eine christliche Gemeinde ein. Ihre Reaktion, als sie zum ersten Mal den Gottesdienst besucht, sie weint und weint und weint. Und jetzt strahlt sie. Ja. Ich bin sehr gespannt auf das, was da in der Kirche passiert ist. Erstmal möchte ich Ulrich Siegrist recht herzlich willkommen heißen im Hof mit Himmel. Sie sind Berater bzw. Mentor. Auch hier in diesem Fall können Sie vielleicht sagen, also man nennt es, glaube ich, Supervisor, was Sie genau machen. Eigentlich verbirgt sich so eine Doppelrolle dahinter. Es verbirgt sich dahinter, dass in der Kirchengemeinde, in der evangelischen Freikirche, in der die Katharina Woldrich letzten Endes eine Heimat gefunden hat, dass ich dort aktiv bin, als Organisationsleiter und Sozialpädagoge auch anbiete, Menschen zu begleiten, die Begleitung in ihrem Leben wünschen. Und die andere Rolle, die dahinter steckt, ist, dass ich freiberuflich tätig bin als Supervisor, als Coach, sprich also Menschen berate an dieser Schnittstelle von Arbeit und Persönlichkeit. Ja. Also das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit so einer Art Bewährungshelfer für ehemalige Leute aus der Psychiatrie? Oder? Keinesfalls. Ja. Obwohl ich selbst berufliche Erfahrung habe in der Psychiatrie, habe 8 Jahre gearbeitet in der psychiatrischen Klinik als Sozialarbeiter, Menschen beraten, also Betroffene und Angehörige beraten, rund um das ganze Thema psychische Erkrankung. Ja. Also es hat sich erst mal gezeigt, dass es für Sie doch keine Endstation war, die Psychiatrie. Sie sind da wieder rausgekommen, ohne dass Sie das vorher gedacht hätten, nehme ich mal an. Ne? Ja. Was war das für Sie eigentlich? Wir haben es ja gehört, dass erstmal also so die Totalverweigerung dann bei Ihnen war, als Sie da in der Psychiatrie eingeliefert worden sind. Aber es hat sich ja dann doch irgendwie scheinbar etwas verändert. Waren das auch diese Sätze, die der Arzt zu Ihnen gesagt hat, hier authentisch leben, ja, und übernimmt Verantwortung oder so, glaube ich, in dem Sinn. Damit war ich überfordert. Also im ersten Moment, wo er zu mir gesagt hat, unser Motiv hier ist es, authentisch zu werden, nicht mehr die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Da habe ich gedacht, das klingt ja wunderbar, aber ich in meinem Zustand, wie soll das gehen? Noch zumal ich den Eindruck hatte, vor mir steht wie so eine Stahlwand und die ist sehr hoch. Ja. Und ich prall so direkt dagegen und ich kann nicht da drüber gucken, dass es für mich noch irgendwo eine Zukunft gibt. Also auch wieder Leistungsdruck, nicht leistungsfähig zu sein und eben diese Hürde, kann man ja auch damit in Verbindung bringen, nicht überwinden zu können. Ja. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu der Situation, die wir am Schluss des Films gesehen haben. Sie werden von Ihrem Bruder eingeladen, in eine Kirche zu gehen und dort fangen Sie an und weinen, weinen, weinen. Was hat Sie denn da so zum Weinen gebracht? So einen großen Sprung müssen wir gar nicht machen, weil der Sprung, die Gotteserfahrung, die war schon da, als ich dann die Stelle bekommen habe im Landesjugendheim als Jugend- und Heimerzieherin. Weil das war für mich unfassbar. Jemand, der so tief unten ist, ich muss dazu sagen, das erste Gespräch, was ich dort geführt habe, davor hatte ich kaum noch eine Stimme, die war depressiv, die hatte keinen Singsang, keinen Klang. Und ich rief dort an und stellte mich vor und bekam auch am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch und auf einmal war meine Stimme wieder da. Das ist schon mal ein Wunder gewesen. Ja. Und ich konnte auf einmal wieder lachen. Das nächste war, als ich dann die Stelle hatte, innerhalb von 3 Wochen, das ist ein Wunder, innerhalb von 4 Wochen eine Wohnung, innerhalb von 5 Wochen dann drei Pflegefamilien, die sich bereit erklärt haben, für meine Kinder zu sorgen. Das ging alles so schnell. Sind Sie eigentlich als gesund entlassen worden aus der Psychiatrie? Nein, nicht ganz. Als wiederhergestellt. Ja. Sie haben mich wieder auf einen lebensfähigen Boden gebracht. Also Sie mit wussten, Medikamenten oder ging das vollkommen anders?
die Medikamente habe ich damals, ich habe dann noch eine Depotspritze bekommen. Die Depotspritzen, die wirken 3 Monate, also das sind so Angst, würde ich sagen, angsthemmende Mittel. Ja. Mhm. Das war die letzte Spritze, die ich dann dort bekommen habe, bevor ich rausgegangen bin. Aber selbst da habe ich mich schon geweigert, wobei der Dr. Weber gesagt hat, nein, die brauchen Sie noch. Ja. Und dann wurde mir gesagt, jetzt bedeutet es erstmal Leben lernen wieder, einsteigen, einfach sozial kompetent werden. Und dann wird aber noch mal eine Phase kommen, denn das war nicht alles. Aber Sie waren so, ich sage, so freundlich, dass Sie mir nicht gesagt haben, was dann eben nach 4 Jahren noch mal kommt, wo es dann einfach tiefer ging, warum das alles passiert ist, was mir passiert ist. Aber Sie hatten in der Zwischenzeit also schon viele, ich sage es mal so, göttliche Erlebnisse oder so Wunder erlebt. Zum einen, also es hat nach 3 Tagen angefangen zu regnen, ja. Das war eigentlich das ja. Erste. Ja. Dann haben Sie die Psychiatrie auch wieder verlassen können, es ja. war keine Endstation. Ja. Dann haben Sie einen Beruf ja. Beziehungsweise einen Arbeitsplatz bekommen. Ja. Und dann die Sache in der Kirche, wo plötzlich ja. irgendwie was bei Ihnen aufgebrochen ist. Oder was ist da passiert, warum haben Sie da geweint? Das entscheidende Erlebnis war, dass ich meinem Bruder mitgeteilt hatte, ich bin damals in eine A-Gruppe gegangen, mhm. in eine anonyme A-Gruppe. Und dort ist das Prinzip, also man glaubt, Alkoholiker sind ja, nicht, ja, mhm. Und dort ist das Prinzip, dass man sagt, ich heiße, nennt den Namen, ich heiße Katharina und ich bin süchtig. Mhm. Und irgendwann nach 2 Jahren ist mir aufgefallen, dass ich denke, ich sage eigentlich immer, ich bin süchtig, ich heiße Katharina und bin süchtig. Das heißt, wenn ich so etwas über mich ausspreche, dann kann ich ja gar nicht gesund werden. Und dann sprach ich zu meinem Bruder und habe gesagt, du, nee, das möchte ich nicht denken, nicht immer über mich aussprechen. Ich glaube an Heilung, ich glaube, dass ich gesund werden kann. Und er hörte das so. Und dann sagte ich ihm auch, ich fühle mich da auch nicht mehr so wohl, das ist nicht mehr, ich brauche was anderes. Ja. Und irgendwann kam er und sprach, du Katharina, ich habe da was für dich, würde ich gern mal mitnehmen. Und einmal in der Woche ging ich ja in die Gruppe, mhm. also wusste ich, und ich habe dann gesagt, gut, ich komme mit, einmal in der Woche was anderes. Ja. Und ich ging sonntags mit dort in die Gemeinde. Und als ich da reinkam, das, was mich beeindruckt war, da standen die Leute und sangen. Also man nennt es Lobpreis, also sie sangen von Gott, sie ehrten Gott, sie hatten ihre Hände oben, war für mich recht ungewöhnlich, ja. Aber allein die Atmosphäre dort, dass die Menschen gesungen haben und die Lieder, die gesungen haben, die haben mich ganz tief in meinem Herzen berührt. Das war das Erste. Und das Nächste war, dass da vorne ein Pastor stand, der predigte, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da ein Pastor steht, sondern der wusste ja auch nicht, wer ich bin, aber der sprach direkt zu mir. Ach so, und der fing Eindruck mich hatten? Da ja. auf, wo ich gerade stand. Mhm. Dass Sie gesagt haben, der spricht nur für Sie, ja? Ja. Mhm. Und da war für mich sofort klar, ohne Zweifel, ohne einen Nebengedanken, das ist zwar ein Pastor, aber da spricht Gott zu mir. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt und wir sind dann raus und ich sagte zu Steffen, sag mal, Stefan, kann man da jeden Sonntag hin? Er sagt, ja, da kannst du jeden Sonntag hin. Ich glaube, ich kann noch mit den Händen zählen, wie viel Mal ich nicht dort gewesen bin. Ja. Also, ja. Jetzt ist hier ganz interessant, von Herrn Sigrist zu erfahren, der Sie ja, Frau Woldrich, seit dieser Zeit auch kennen, mit ihr zusammen auch in diese Kirche gehen und Sie natürlich auch in dieser Zeit beobachten konnten. Was hat sich denn aus Ihrem subjektiven Blickwinkel bei ihr verändert? Sie wurde ruhiger, sie wurde ausgeglichener. Ruhiger aber nicht im Sinn von jetzt runtergedämpft, sondern wirklich im Sinn von ausgeglichener. Und für mich das Besondere war eigentlich, so nach und nach über ihre Lebensgeschichte zu erfahren und immer mehr zu staunen darüber, was mit dieser Lebensgeschichte jetzt nachher anders geworden ist. Also ich kenne sie ja nicht von diesen sehr schwierigen Zeiten, von diesen Zeiten auch in der Psychiatrie, kennen natürlich viele andere Menschen, denen es ähnlich geht und bei denen ich weiß, dass so eine Veränderung hin zu einer Fähigkeit, einen Beruf auszuüben, im pädagogischen Bereich noch dazu einen Beruf auszuüben, Kinder zu erziehen, Haushalt zu führen, in hohem Maß selbstständig zu sein, dass es schon sehr außergewöhnlich ist.
Und ich habe auch bei ihr über die Zeit hinweg, seit wir uns kennen, jetzt gemerkt, dass sie immer mehr, ich sag's mal so, an sich arbeitet und auch immer stabiler wird, seelisch, innerlich stabiler wird. Mhm. Leistungsdruck war ein ganz großes Thema gewesen bei Ihnen. Hat sich das durch den Glauben verändert? Ja. Und wie? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich brauche vor Gott nichts zu leisten. Ich darf so sein, wie ich bin. Und Gott holt mich auch genau an dem Punkt ab, wo ich im Moment stehe. Führt so eine Erkenntnis zur Heilung? Ja, es entspannt. Mhm. Es macht froh und ich muss es noch lernen. Ich bin manchmal heute noch dabei, also oftmals aus meine Kraft zu gebrauchen. Ja? Und wo mir auch dann Leute sagen, hey, mach mal langsamer. Ja? Du brauchst vor Gott nichts zu tun, du brauchst nichts zu beweisen. Du bekommst. Und das Schöne ist, dass ich jetzt lerne, wirklich zu empfangen und dass ich jetzt auch lerne, zu genießen und ja, und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr die Erwartungen von anderen Menschen erfüllen muss, sondern dass Gott mir eine Kompetenz geschenkt hat, die er hat mich da abgeholt, wo auch wirklich meine Fähigkeit liegt. Er sieht meine Fähigkeit. Wenn jemand ganz tief, wenn uns jemand wirklich kennt, ganz tief bis ins Tiefste, dann ist es Gott. Und der holt uns auch da ab. Und er holt uns da ab, was wir gut können. Also nicht das, was wir müssen oder was andere Menschen von uns denken, sondern das, was wir gut können. Und das entspannt, macht sicher, schenkt Vertrauen, Glauben und auch Überwindungskraft. Ja, also wenn es mir ganz schlecht geht, das gibt es auch heute noch, es gibt heute noch Momente, wo ich wirklich, wo ich denke, oh, wenn es das früher gegeben hätte, dann hätte es mich geschmissen. Ja. Ja, also dann hätte es mir so den, man sagt manchmal so die Füße unterm Boden weggezogen. Ja. Ja. Nur heute ist es so, ich laufe zu Gott, ich kann wirklich im Sessel sitzen bleiben, ich bete dann, ich werde dann auch mal laut im Gebet, ich schreie auch mal in den Himmel und sage, warum und weshalb und zeig mir den Weg und dass ich wieder in die richtige Spur komme. Und dann gibt es immer so kleine Lichtblicke, entweder es ruft dann doch nach 2 Stunden allerdings erst jemand an oder ich rufe eine Telefonandacht an und oder ich schlage die Bibel auf. Es stehen so viele Verheißungen. Also man spürt dabei, Sie wissen, sich auch in solchen Momenten zu helfen. Ja. Welche Bedeutung und wie wichtig ist da jetzt also diese Kirche, die Sie da besuchen, diese Gemeinde, wie Sie es ausgedrückt haben? Ja. Wie wichtig das ist. Ich lerne auch, natürlich ist die Gemeinde da. Sie ist für mich wie eine Familie. Ja. Aber wir lernen auch nach einer gewissen Zeit, in einer Familie erwachsen zu werden. Und das lerne ich im Moment. Also dass die Gemeinde, das war auch das, was mir in den A-Gruppen nicht so gefallen hat. Und da wollte ich auch weg. Ich möchte wirklich frei werden. Ja. Frei auch in Jesus frei werden. Ja? Also was er uns ja auch zugestanden hat. Wir werden frei, wir werden die volle Wahrheit erkennen, in die volle Freiheit reinkommen. Das heißt, dass ich lerne auch Menschen unabhängig. Also unabhängig insofern, dass ich weiß, es sind im Hintergrund, sie sind für mich da, aber ich bin nicht abhängig. Ich kann auch christseinsüchtig leben. Mhm. Also wieder ein altes Verhaltensmuster, dass ich mich abhängig von Menschen mache. Oder von Menschen, von Christen. Ja. Mhm. Und das möchte ich nicht. Und wenn ich das dann bitte, ich bete dann, ja, und dann gibt es mir auch. Wichtig ist, dass ich spüre, dass Gott meinen Willen, er braucht meinen Willen, also meine Bereitschaft. Ja, ja, auf ihn zuzugehen. Ja, ja, und wie Sie ihn das zu ja auch, genau. Ja. Und auch durchaus so Geschichten, wie Sie das geschildert haben unter dem Busch, wo Sie einfach sagen, wenn es dich gibt, dann zeige dich dann mir. Zeige. Und Sie haben es erlebt. Vielen herzlichen Dank. Das war sehr eindrücklich gewesen. Schön, dass Sie da waren. Wenn Sie Fragen haben oder mit Katharina Woldrich in Kontakt treten möchten, kein Problem, wir leiten Ihre Anfrage gerne weiter. Wählen Sie einfach